Ja, hallo und willkommen, Freunde. Es gibt Computerschach. All jene, welche es noch werden wollen. Also nach den Partien, die der Sensori 9 bisher gespielt hat, würde ich mal sagen, der einzige, gegen den er wohl gewinnen wird, ist Sensori 8. Und bis jetzt. Sind da noch einige Partien, die ausstehen? Vielleicht Modula 1 könnte dann noch Chancen haben. Aber sehen wir mal, aber warten wir mal ab. Hat mit Schwarz schon klar verloren. Los geht's. E4. Das Hauptproblem, was er eigentlich hat hier, ist der... Man muss jetzt eigentlich dazu sagen, der ist ja auch schon etwas älter. Habe ich ja gut aufgebaut. Hier. Also er erkennt keine Zugumstellung, das ist das Problem. Oh, Springer C3, Wiener Partie. Ich möchte dem Sumo mal nicht da reinreden. Die spielen, was sie spielen, dann ist okay. Spanisches Vierspringerspiel, das kann man sich leicht merken. Spanisches Vierspringerspiel, ein schottisches Vierspringerspiel, italienisches Vierspringerspiel. Einfach hinter die Eröffnung das Vierspringerspiel hinterhauen und schon passt das. So, das ist hier goldene Regeln. In feinster Güte. Figuren entwickeln, Springerverläufer rochieren, vorher noch Zentrum besetzen. Ja, es droht ja so ein bisschen Springer D5. Deswegen Läufer C3 schlägt. BC3. Wundert mich, dass der Sensori 9 schon so lange noch im Buch ist. Ja, und da darf man natürlich auch vergessen, nicht vergessen. Von wann ist der Supermundial? Ich habe das immer noch nicht nachgesehen. 1988 der Supermundial 2. Davor kam der Mundial. Dann kam der Supermundial. Dann kam der Mundial 2. Und dann kam der Supermundial. Deswegen gefühlt würde ich sagen 88. Also 89 ist, glaube ich, ein bisschen zu spät. Wenn er 88 ist, das sind schlappe mindestens 6 Jahre später als der Challenger 9. Wenn der Challenger 9 jetzt auch 4 MHz hätte, dann wäre das natürlich auch besser für den. Weiß nicht, inwieweit hier die Rechentiefe, die Rechengeschwindigkeit so eine große Rolle spielt. Gerade PCs kann man auch schlecht vergleichen. Weil ich habe mal bei so einer WM, wo Fritz gegen Deep Blue gewonnen hat, die Partie, da lief Fritz auf einem der langsamsten Systeme bei dieser WM. Ein bisschen blöd gelaufen für Deep Blue. Da hat Deep Blue die G-Linie geöffnet. Hat die rochiert und hat die G-Linie geöffnet. Und dann war da. Konnte das nicht mal stoppen, das Unglück, was da kam. Das ist doch Theorie. Mir keine Theorie mehr, aber einleuchtend, D5 wird blockiert. Also alles andere als eine 1-0 würde mich überraschen bei der zweiten Partie. Ich habe den da reingenommen, ich wollte auch Geräte reinnehmen in dieses Turnier. Welche neueren Datums sind, also welche ich mir in jüngster Zeit gekauft habe, jetzt vor kurzem oder bekommen habe. Da was hat der Sensori 9, Sensori 8, Krypton. Das sind so Geräte, Super Constellation, das sind so Geräte, die kamen in Mundial 2 ist auch noch gar nicht so lange her. Aber dann müsste ich ja den Mephisto 3 mitspielen lassen. Weil das ist auch einer von vor kurzem. Das war ich, glaube ich, auch. Vielleicht lasse ich lieber den Mephisto 3 mitspielen. Weil der Mephisto ist ein bisschen groß geworden jetzt als Scheiße. Ich kann das ja mal korrigieren.
3 ist jetzt ein bisschen arg da reingekommen. Ich hätte die da drüber schreiben sollen, die 3. Dann hier über den Balken und einmal für weiß und einmal für schwarz. So. Bei der Mephisto 3, der kam mir auch vor kurzem erst dazu. Also diese Neuanschaffung, quasi ein Turnier der Neuanschaffung. Aber ich glaube, der Modena wäre schon wieder zu viel. Also da überlege ich wirklich noch, ob ich da nicht lieber den Europa reinnehme. Wenn ich das eigentlich so weit immer ändere, dann kann ich auch gleich eine neue Tabelle machen. Wo Mondial 2 war ja, weil das gewünscht war, dass er mal ein bisschen spielt. Der Mondial 2. Senorin 9, auch nur ein Remis kriegt, ist das ja Spaller schon ein Wunder. Ist ja wie bei dieser WM, wo die dann. Er hat ein Remis, so total begeistert. Und das Gerät, was er ein Remis hat, hat die anderen Partien alle verloren. Das war schon die Sensation. Da glaube ich, gegen Fidelity hat er eben ein Remis gekriegt. Die Sensation. Er hat ein Remis. Ich glaube, so eine Sponsoring-Aufkleber hat da gar nicht, der Fidelity. Ich glaube, die hatten immer diese US-Klamotten da. Diese Diplome, nach denen er angeblich die und die Zahl haben sollte. Nach einem US-Diplom hat dieses Gerät die Zahl von 2375, irgendwas um den Dreh rum. Weiß gar nicht, warum die amerikanischen Zahlen höher sind als die europäischen. Weil die einen auf dicke Hose machen müssen? Ah, wir haben die besseren Zahlen hier. Ja, macht wohl dem Läufer das Feld frei. Wüsste jetzt eigentlich auch nicht hier, wo der Fidelity hier punkten will. In welchem Belang. Das sind einfach nur ein belangloses Gezuppel. Und irgendwann wieder eingeschoben. Vielleicht Läufer C2, dann kann man schon über, vielleicht noch Turm E1 dann und dann über D4 nachdenken. Alter, Super Constellation hatte die eigentlich so die schönsten Partien. Ich mag das immer, wenn der Super Constellation dann diese Angriffspartien spielt. Also bei denen auch bewusst die Figuren Richtung König bewegt. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Dann spielen die so einer Positionsschach. Und wenn, dann müssen sie wirklich grobe Schwächen ergeben von Gegner. Dass sie dann irgendwie. Ja, das dann halt auch so spielen. Direkt so mal Marke G4 und Attacke mäßig oder H4 und sowas. Das machen die eigentlich normalerweise nicht. Den mal müsste jetzt hier 3,5 Punkte. Könnte mir aber vorstellen, dass der Sumo 2 doch Favorit ist. Ist der Sumo 2 einfach. Gegen wen will der Sumo 2 denn? Gut, der hat ja immer gegen den Super Conny noch nicht. Da lässt sich der Challenger 9 oder der Senori 9 aber gar schon Zeit. Meine Güte, wenn er nicht am Eingeschlafen ist. Da geht's doch schon los. Wenn er nicht am Schlafen ist. Sagen wir mal so, jeder Zug, den der im Sensori 9 nicht total auf Verlust steht, ist ja schon ein guter Zug. Ich würde eventuell Springer D4 drüber nachdenken. Dann kommt Springer D4 schlägt, Läufer A4 schlägt, Springer F5, Dame E6. Dann müsste halt der Turm vielleicht reagieren. Turm E1. Könnte man eventuell machen.
Wer kriegt den Springer von F5 wieder weg? Dazu hätte man dann sogar besser nach... Macht er nicht. Auch diese 3,65 vom Kisch und Chester, die finde ich auch sehr grenzwertig. Das ist eigentlich die gleiche Megazahl, wenn ich da nicht ganz falsch liege, wie vom Mephisto MM2. Der hat auch 3,65, meine ich. Warum haben einige 4,9 und einige 3,6? Das verschiedene 8-Bit-Prozessoren oder verschiedene Prozessoren oder was ist da? Was ist da los? Bitte um Erklärung. Ich habe da angerufen, warum sind sie nicht ans Telefon gegangen? Bitte um Erklärung. Da war ich in der Badewanne. Beim nächsten Mal, da war ich einkaufen. Dann wieder, da war ich spazieren. Ich lasse mein Telefon immer zu Hause, mein Smartphone. Es könnte sonst gestohlen werden. Dann B2. Okay, was spricht denn jetzt gegen Läufer F3 schlägt? Ja, es wäre nicht ungefährlich, dann sich die Linie zu öffnen. Läufer F3, Bau F3, Dame E6. Doch für irgendwelche taktischen Spirenzchen, wie auch immer. Da spielt er sowieso zu schwach für. Könnt ihr mir vorstellen, er spielt Dame E6. Der Lippo muss wieder durch seine Haare fahren. In der Zwischenzeit kann ich mir die Anleitung angucken. Zugrücknahme. Lippo, Achtung, ziehen. Ich gucke halt, ob da steht, wie viele Züge. 23 Halbzüge zurücknehmen, okay. Das ist zumindest genug, um eine Zugwiederholung zu erkennen. Also schon mal mehr. Als der Mephisto Europa drauf hat. Da kann, genau wie der Companion 3, die können nur 9 Züge zurücknehmen. Und das finde ich ein bisschen schwach. Also wenn man da eine schöne Partie gegen spielt, dann entweder man hat sich die gemerkt, weil man so gut ist, sich die ganze Partie merken konnte, oder man kann es vergessen. Weil 9 Züge zurücknehmen, das ist ja nichts. Damit die 7. Ja, Läufer F6, Bauer F6. Weiß aber ziemlich doof spielen. Dame B3, Dame H3, droht schon Turmschach, König H1, Turm G8. Da kommt aber Turm G1. So verblödet kannst du das gar nicht spielen. So blöd kann keiner sein. D3, D4, nicht auf F6. Ah, ein Zug ist gekommen. Dein Zug ist gefahren. Wir sind. Ah, ja, du Lipo, nicht deine eigenen Züge machen. F4 ist nicht angesagt. Tja, was jetzt? Dame H3. Man weiß es nicht. Jeder Zug, der passiert, wird abgefeiert von den Fidelity Senori 9 Fans. Bei Zug 30 lassen sie schon die Korken knallen. Mehr hatten sie gar nicht erwartet. Da muss ja schon Puppen aus Gold und Silber draufstellen, damit der Wert sich erhöht. Senori 8. Aber wissen Sie, dass der nicht. Haben Sie mal den Lack gekratzt da? Das sind originale Gold- und Silberfiguren. Wie, was? Deswegen sind die so schwer. Vielleicht würde man dann eher die Puppen einschmelzen und verkaufen. So, Springer E4 steht, jetzt kommen die fantastisch. Ah, das ist gar nicht mal so dumm. Bauer E4 schlägt, Dame G4 Schach und Dame G5 schlägt. Öffnet zwar ein bisschen die Linie, aber ja. Das ist for the content. Das sind ja schon die fantastischen Kombinationen hier bei Sensori 9. Da müssen aber schon die Funken sprühen hier. So, es ist wieder ein Zug passiert. Es ist ein Zug hier geschehen. Sie werden es sehen. Läufer C6, jetzt wird's ganz wild. Ich hoffe mal,
Er hat ein bisschen die Kraut- und Rüben-stylmäßigen Erbgute hier drin. Das Problem ist einfach die schwache Grundreihe. Ach, vielleicht hätte man eher H6 ziehen sollen. Mann. Da kann er mit dem Bauern gar nicht nehmen. Weil dann war Dame Turm und Turm B8. Da muss die Dame zwischen. Das macht. Mann, ich gucke hier. Ich habe schon. Das hier war da schon was geregt in der Hose und schon ist alles wieder schlaff. Da muss ja mit der Dame nehmen und dann auf Bauern nehmen, Dame nehmen. Scheiße. Ach Mann. Die Fidelity-Fans. Die schmeißen ihre Fidelity-Sensoris schon gegen die Wand. Das machen die immer, wenn die sich ärgern. Ach Mann. Was soll ich eigentlich nachgucken? Ich weiß es gar nicht mehr. Na, das Smartphone in die Hand und weiß gar nicht mehr warum. Aleppo, Achtung, aufpassen. Dein Gehirn. Ja, muss ja mit dem Bauern nehmen, das ist auch totaler Quatsch. Uff, da kann ich den Turm austauschen. Uff, datta, uff, datta. Fidelity ist nicht mehr da. Und was jetzt? Was kommt jetzt an geilem Gegenzug hier? Ich war so traurig, hat so stark geweint, dass ihm kein anderer Zug eingefallen ist hier, oder wie? Springer G5 schlägt kann er machen, das geht natürlich. Die Dame ist zwar nicht wirklich angegriffen, weil die kann ja immer noch nicht geschlagen werden, aber man kann auf G5 nehmen. Ja, warum nicht? Vielleicht erleben wir noch ein Wunder hier, das Wunder von der 7. Straße. Dame H3 und Springer F3 und Dame H2 mal irgendwie sowas. Da müsste der Bauern auch nach H6 gezogen werden später mal. Sonst ist es ja gar kein Wunder. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderpunkt in meinem Leben. Jetzt mache ich einen Zug hier, nein, auf D3, du Affenhirn-Lippo, das kann doch nicht sein. Ja, vielleicht mal H7, H6 ziehen, dass sie damit wirklich angegriffen ist. Meine Güte. Das kann doch nicht sein, der aufkeimende Keim eines Fidelity-Fans im Lippo wird schon mal so abgefackelt. Der Pfand jetzt genauso abgefackelt und abgedörrt, im gleichen Bottich wieder von Seitig. Ein Schach. Ich konnte hier nicht widerstehen. Das Schach habe ich hier gern gesehen. Ja, König G2 geht gar nicht wegen Springer F4 Schach und Springer D3 schlägt. Und König A1 einfach. Vom Springer F2, also König F1. Ich erwarte doch irgendwie mal sowas wie H6, dass die Dame wirklich mal reagieren muss. Was wollte ich denn jetzt hier so gucken? Meine Hand hat doch nach dem Smartphone zucken. Ich weiß es nicht. Ausgehen. König F1. So, Springer F4. Hat du das Dame H3 Schach? König E1? Auch nicht so wirklich. Also ich würde doch wirklich immer noch sagen H6. Dann müsst ihr die Dame wegziehen, weil dann hängt sie ja wirklich. Und dann kann er immer noch Springer F4 ziehen. Mann. Möge die Macht mit Fidelity sein. Was ist denn Bigo Live? Ich weiß es nicht. Was ist denn bei hier? In meiner Discounter-App hier. Jetzt rotiert erstmal der Einkaufswagen. Ja, dann los hier. Haben wir was Geiles gewonnen? Kann man einfach was Geiles gewinnen? Toffee und Nuts, das ist ja geil. Meine Güte. Ja gut, Dame H3 hat das Problem, ist ja einfach, er muss irgendwann G6 oder H6 ziehen. Dann zieht die Dame weg und dann kann er nach Dame H3, kann er eventuell wirklich über irgendwas nachdenken. Aber so geht das nicht. Ich aktiviere mal alle die Klamotten hier. Meistens kaufe ich eh nicht. Gibt es eigentlich gar keinen Sekt alkoholfrei irgendwo? Da muss ich dann woanders hingehen. Deluxe. Ganzer gekochter Hummer für 9,99 €. Ja, sicher doch. So. Ananas. 18% sparen. Witzig finde ich bei so einer Ananas, dass wenn man da. Hallo. Dass wenn man da Salz drauf macht, dass es süß ist. Dass es süß wird.
Und jetzt soll, ist das so schwer zu sehen, mal jetzt irgendwie H6 zu ziehen? Alleine die Idee, die Grundreihenschwäche zu beseitigen, das lässt dann doch automatisch schon H6 ziehen. Da brauchst du gar nicht wissen oder sehen, H6. Die Dame muss sich verziehen. Da kommt Dame H3, Schach, König E1, dann irgendwie Dame G2 oder sowas. Dann droht er schon auf G1 das Matt, der Turm muss also weg. Dame Schach, König D2, Dame F2. Ach komm schon. Was erwartet er? Also auf was hofft er denn jetzt? Auf König G1 und dann Dame G2 Matt? Dass sie immer die Schachgebote geben müssen. Na gut, er kann immer noch Turm F8 machen, aber... Ach Mann, Schach gesehen und Schach gegeben. Warum haben sie denn das Schach gegeben? Keine Ahnung. Ich hatte das Zucken im Hirn. Oh Mann. Also bei all den Schachcomputerpartien, die ich bisher ausgetragen habe, da hat man es doch schon gemerkt, dass die Quote der Schachgebote, die gegeben werden, doch sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Sagen wir es mal so. Mal gucken, ob es der gleiche Turm sein hier. Nur eben anderes Farbe. Ach Mann. An die Anfigur Filz. Doch. Die haben so rotes Filz hier drunter, so nachträglich gemachtes. Ach Mann. Muss der Sumo zwar erstmal überlegen hier, wie blöd. Mein König E1? Mann. Ich kenne immer so gut die Stimme meines Arbeitskollegen imitieren. Hallo, das habe ich nicht gesehen. Finde ich nicht ein netter Arbeitskollege. Sie jubeln alle, wenn sie mich hören. Ja, jetzt muss die Dame sich endlich verpissen. Und dann kommt Dame nach G2. Dann droht erstmal Dame G1 matt. Dann muss der Turm sich verziehen, weil der König braucht Felder. Dann kommt Dame G1 Schach, König D2, Dame F2 steckt Schach. Ich möchte wenigstens mal eine ausgeglichene Partie sehen hier. Das ist, finde ich, nicht so geil, wenn einer den anderen zusammen. Ich will eine spannende Partie sehen. Nicht einer, ein Computer schiebt den anderen zusammen. Ja. Sehen Sie hier die Special Edition vom AG440X, nenne ich das dann. Nur Gambits drin. Dann spielt das Turnier alle verloren. Info, er möchte gerne machen Berg B4. Und die Bewertung ist? Minus 1,2. Sehr gut, minus 1,82. Nicht so, dass ich jetzt unbedingt dem MM Sumo 2 verlieren sehen will. Aber wenn er hier alles verliert, ist er auch blöd. Das wäre doch so eine schöne Sache, wenn er das vielleicht sogar gewinnen würde. Dann erhielt man ein spannendes Turnier. Dann spielt er ein bisschen mit. Der ist dann sogar der Super Constellation der Favorit des Turniers. Es ist so spannend. Ließ mich alle Partien heute spielen. Übermorgen um 3 Uhr geht der Lippo ins Bett. Total übermüdet. Partien aus Versehen alle gar nicht aufgenommen, weil er zu übermüdet war. Ich könnte ja mal nachgucken nach der. Und ich glaube, der Bildschirm ist hier doch etwas zu klein hier. Ich wollte ja was. Jetzt weiß ich, was ich nachgucken wollte. Ich wollte gucken, ob der Fernpartiezug schon gekommen ist. Der nächste. Ach, immer noch nicht. Was ist denn los hier? Komm ans Ende messen, dann melde ich in einem kryptischen Beitrag zurück. Reinhold Messner auf den Süd nach Indien, um da seinen Jahreswechsel zu erleben. Ich glaube, das wäre für mich quasi... Was? Resignation? Ganz ernsthaft, was willst du? Ich kann die gar nicht weiterspielen lassen. Er hat aufgegeben. Also wenn er Sumo 2 aufgibt, dann kann ich das nicht weiterspielen. Ach, kommt D4 schlägt... Das wird matt. Ich mache den mal. Es ist entschieden. Der Sumo 2 hat aufgegeben. Das respektiere ich. Also ist es egal, wie es weitergeht. Wow, kommt der D4 steht mit Abzugsschach. Da kann der König nur noch. Ja, was will er machen? Warum hat er denn aufgegeben? Droht den matt oder sowas?
Welchen Zug hat er denn gerechnet? B8, B4, H3, F3. Dann macht er schon B4, D6, C7, D6. Bin jetzt nur mal gespannt, was er jetzt zieht. Das ist ja überraschend. Damit gewinnt der Chess Challenger 9 die Partie. Der hat aufgegeben. Was soll ich da erzählen? Dame F3 findet sogar den Zug, den er auf der Sumo 2 angegeben hat. Ich trage trotzdem schon mal ein. Das ist jetzt überraschend. Sehr, sehr überraschend. Senori 9 gewinnt gegen Sumo 2. Was ist denn Sumo 2 in der Liste hier? Sumo 2 verliert gegen Senori 9. Das ist eine Überraschung. Wow. Also gerade stand hier nichts anderes, außer Dame D6 schlägt. D2, C2, E5, D4. Matt in 3, minus 9,99. Wow. Das ist mal eine Überraschung jetzt hier. Das ist doch was ich sehen möchte. Dass der Außenseiter nutzt seine Chance im Angriff. Und das ist der Grund, warum er aufgegeben hat, Dame D6 schlägt. Habe ich doch nie mit gerechnet, dass der Senori 9 gegen den Supermondial gewinnt. Ich habe gedacht, das gibt so eine 0 auf 15 Partie und irgendwann stellt er die Puppen ein. Da war das sogar die bessere Wahl, wie er das gemacht hat. Statt H6. König F8 und dann war der Turm auf der Linie schon drauf. Wow. Ja, wird wohl jetzt, nehmen. Lass ihn mal ausführen. Ist kein Zug, weil man hier stundenlang warten muss. Es droht Dame H1 matt. Das ist das Problem mit Dame H1. Schach matt. Es droht aber auch D4 schlägt mit Schach. Das ist wohl das Problem an der Sache. Sehr. Das hätte ich doch nie mit gerechnet. Ich dachte, der Supermondial 2 spielt jetzt hiermit, ist Turnierfavorit. Dass er Sumo 2 eine Partie verlieren würde gegen den... gegen ihn. Das ist doch... mehr als überraschend. Matt in 3. Ich will aber noch sehen, ob er das auch sieht hier. Ja, D4 schlägt Abzugsschach. Was macht er denn auf König D2? Was anderes hier? Springer G2 Schach? Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, die Partie ist entschieden. Er hat aufgegeben. Und das zählt. Ich habe letztes Mal ist mir aufgefallen, das werde ich auch nie wieder machen. Da haben wir so ein Weihnachtsturnier gehabt. Und da geht einmal einen falschen Zug. Stand eh total pleite, by the way. Ich reklamiere das und dann machen wir können ja nur solo, falls weiterspielen. Warum? Warum soll ich in einem Turnier? Das ist ja genauso weird, als wenn man die Partie gewinnt. Und da geht einem dann ein paar Züge zurück. Also lass uns hier mal weiter. Ach, zeig matt an. Das ist hier leuchtet alles. Das ist doch super. Da habe ich doch nie mit gerechnet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Senori 9 überhaupt irgendeinen Punkt macht. Ach, das heißt hier, Matt in 3 könnte das heißen. Also das, was nicht leuchtet, plus dem. Ist natürlich nicht Matt in 6. Matt in 1. Ach, Springerschach. Aber noch ein schönes Matt. Das ist doch mal klasse. Wow. Schach und Matt. Da wäre uns beinahe was entgangen, wenn ich da einfach gesagt hätte, gewinnt. Also das ist doch, das ist für mich die Überraschung des Turniers überhaupt. Dass der Senori 9 gegen den MM2 1:1 spielt. Da hätte ich nie mit gerechnet, dass das passieren könnte. Könnte noch interessant werden. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.